Und damit hallo und willkommen zurück bei Ark Steampunk. Mittlerweile habe ich den Titel gelernt. Danu und Xa haben mir da auch fleißig geholfen bei. Hi. Hi. Ich hoffe, man sieht die blauen Flecken nicht mehr. Was? Also Lernen durch Schmerz, ja. Wir sind an einer kleinen anderen Stelle, als wir das letzte Mal aufgehört haben und haben uns entschieden, dann doch. Wie hast du die denn geparkt? Der arme, gerupfte Riesendodo, er duckt sich. Er schämt sich, steckt den Sand in den Kopf, ja. Also bei mir steht auch normal da. Bei mir steht auch normal da. Vor allem guckt er dann so blöd hoch. Ihr seht mich nicht. Sie versteckt mich. Die Bekloppten wieder, die machen nur Müll. Dann ist es eigentlich ein gekupfter Strauß, oder? Ja, irgendwie schon. Das Was macht ihr? Oh Mann. Gut. Also, was wollten wir tun? Wir wollten außer sterben. Nur zähmen und wir haben uns überlegt, dass wir da dem doch jetzt einen Zähmkäfig gönnen. Wo liegen deine Schlafsäcke? Unten hinterm Kanu. Okay. Huja, du hast auch? Ja, bestimmt. Leg mal deine Schlafsäcke aus. Nee, hab ich, aber das Bauzeug ist noch im A-Hörnchen, ein bisschen zumindest. Ich kann auch noch was mitnehmen. Wäre gut. Da sind noch 13 Woodwalls, die müssten noch jemand nehmen. Die Pillars bräuchte man auch und die Ceilings. Alles dabei. Okay. So, das sollte es sein. Und dann könnte noch jemand wenigstens ein paar Narcotics nehmen. Vielleicht Danu. Ich nehme auch nochmal 100. Ja, nehme ich. Das ist einfach jeder auch noch 100. Jo. Und dann können wir eh holen, sobald der liegt. Da braucht man wohl viele für, wie wir das mittlerweile mitbekommen haben. Ja. So, dann schauen wir mal. Also da oben irgendwo fällt der Level 42 herum. Da übrigens das Pferd ist nur Level 9. Ja. Also sollten wir es nicht schaffen, wird es der Trostpreis. Hängt da immer noch am Baum fest? Kamera nicht. Kamera vergessen. Was, echt? Ja, ich habe die Kamera vergessen. Oh Mann, geht die Müssen wir ein Siegerfoto dann mit dem machen. Ja, da ist er. Level 42 steckt im Baum. Schon wieder. Ja gut, aber es bringt nichts, weil wenn der dann im Fluchtmodus ist, dreht er um und ist aus dem Baum raus. Wo bauen wir denn den Zähmkäfig hin? Hier irgendwie. Ich würde sagen, die Bäume haben wir weg. Ja, irgendwo hier in die Nähe. Oder direkt hinter ihnen vielleicht. Dann könnte man ihn vielleicht durch die Tempox. Ja, während des Bauens, oder? Ja. Wie gesagt, dann würde er sich halt dann könnte es ihn durch die Tempox anschießen und er rennt dann in die Box rein. Oh, das meinst du ernsthaft, wir kriegen so einen Move hin? Dann wird Xaderlockvogel. Er hat sich doch damit gerade freiwillig selbst gemeldet, oder? Nee, komm, hier oben ist noch eine ganz gute Fläche. Hier bauen wir das Ding hin. Hier ist nicht ganz so schepp. Pass mal auf, ich werfe hier mal die Steinwände hin vor mich. Und baue die Fence Foundations. Dann kann jemand die Steinwände dann direkt drauf flanschen. So, woanders. Geht's klar oder bist du überladen? Du, ich hab noch Platz. Warte mal, Crownclutter hilft mir jetzt auch nicht, ich sehe nichts. Moment, ich nehme ein paar von den Dingern weg gerade. Ich habe nur leider die Sichel unten lassen. Weil ich mir gedacht habe, falls wir doch sterben. Die ist so teuer. Ja. Muss ich auch mal weg. Wir haben nur eine. Für den Terrazino gibt mir doch auch die letzte Sichel. Echt? Ja, dann hole ich die Sichel, Moment. Natürlich, so endlich. Aber notfalls habe ich da ein anderes Opfer, an dem können wir garantiert üben. Wollen wir nicht lieber Schildkröte themen? Meinst du, die ist so gerade so in. Ja. Passt das? Also, ich kann nicht. Die Mauer setzen, aber so ist Chef. Ja. Hat gerade zuletzt nochmal umgesnappt. Es geht gerade. Habt ihr wenigstens S-Plus-Bot? Ja, natürlich. Gut. Aber es geht gerade total gut hier. Auch wenn man nichts sieht und so. Richtig edel. Ich hab zu lang keine Mauer mehr gebaut, stelle ich fest. Man sieht's. Ja. So ein Riesending. So ein Sechseck wollte ich bauen. Na gut. So, warte mal. Hier. Oh, nimm die mal weg hier, die eine, und mach da eine Tür hin, dass ich da dann rausrennen kann. Oh, er redet schon, er rennt durch. Aber keine Tür dabei irgendwie. Die wirst du nicht brauchen, der kommt nicht durch die Türe. Na, sag das nicht.
Der kommt definitiv durch keine Türe. Ach nee, durch eine Türe nicht. Nein, nein, aber das Doorframe brauchen wir ja wenigstens. Ja, ja, das schon. Warum pfeifst du? Ich war das nicht. Mhm. So komischer war es doch nie. Man sieht es zwar in seinem Char, aber er war es nicht. Bei meinem Charakter siehst du gar nichts. Bei den kurzen. Ja, ja, schmeiß mir noch Müll hin, dass ich noch weniger sehe. Ist okay. Oh, dafür setzt der mit Mauern vom Kopf. Aber viel enger kannst du das jetzt. Na gut, die Frame und da müsstest du jetzt doch noch das Tor einsetzen. Das Tor kommt jetzt noch hier hin, okay. Genau, so ist es gedacht. Mhm. Das schaut voll vertrauenserweckend aus. Wo wollt ihr dann drauf schießen? Ja, ich sag ja, das habe ich vergessen. Ich habe die Wände vergessen, aber wir haben jetzt noch Ceilings dabei und eine Leiter habe ich noch dabei. Das machen wir hinten über das Tor, da wo ich rausrenne. So, hier ist das okay. Tor. Zack. So, da wird er doch hoffentlich durchgehen. So, ja, und dann, das sollte auch nicht Probleme durchgehen. Dann machen wir noch das hier. Zack. So, und jetzt machen wir oben noch die Reihe, was du noch an Steinwänden hast, setzt du noch einfach oben drauf. Und dann hier hinten drüber machen wir die Ceiling und eine Leiter zum Hochkrupseln. Das wird schon irgendwie gehen. Mhm. Da die Wand war scheiße. Koja, du kommst vielleicht nur. Ja. Du musst durchkriechen durch die Türe. Dann baut noch eine zweite. Oben ein Doorframe. Weil du bleibst hängen und stirbst dadurch. Oh, das Doorframe ist ja drin, denke ich. Hast du genug Material? Koja. Ich habe gar kein Material bei. Nee, holt doch eben ein bisschen Stein oder sowas. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Soll ich dann oben noch so ein Türmchen bauen aus den Pillars? Oh, nee, einfach hier die Ceilings dran, nach außen abstehen. Das ist ja S+. Plus. Das gibt ja von Delphi. Auf zweier Höhe wollt ihr das machen? Natürlich auf zweier Höhe, oder? Okay. Du kannst auch noch drei, und bau drei hoch an der Stelle, wo wir schießen. Ist auch okay. Warframe. Machst du da oben jetzt noch die Holzwände drauf? Geht ja auch. So. Hast du die oder hab ich die? Die hast du. Was hinschmeißen, Xar? Dann baue ich ein bisschen. So, Doorframe ist. Wie gesagt, ich habe nichts zum Bauen. Wie? Du hast doch die Holzwände. Achso, ja, habe ich. Hm, dann gib mal Holzwände und Steinwände raus und Ceilings. Ich denke, da kommst du jetzt auf jeden Fall leichter durch. Ja. Dann Holzwände, so. Und die Ceilings hast du aber noch, ne? Die hat's dir ja genommen. Die Ceilings habe ich, ja. Ja, genau. Die dann jetzt einfach außen dran setzen, bitte. Oben an die. An die Holzwände. Nee, du brauchst keine Pillar. Pillar. Das sind S+ Foundations, die geben Support. Mhm. Einfach oben die Ceiling dran, nach außen. Müsste hoffentlich. Sehr gut. Genau, so. Das ist schon eine etwas annehmbarere Höhe, ja. So. Ja, das reicht. Ich hatte eigentlich nur die 2 vorgesehen, aber passt. Aber die Leiter ist verkehrt herum, Jungs. Oh. Die Leiter ist auch das Einzige, was ich nicht aus S+ gebaut habe. Das ist super. Moment. Kann noch jemand 3 Leitern bauen? Hast du auch S+ Leitern? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Hast du Leitern gelernt? Woodletter S+, doch, ja. Eigentlich sollte das alles in S+. Ich hätte noch Holz für dich, falls du brauchst. Ich hab 3 Stück. Genau 3 Stück kann ich noch bauen. 1A. Nee, das ist auch dumm. Ja, was machst du da? Versuch das Tor nach innen aufzukriegen. Wieso, nach außen ist doch viel einfacher zum Zumachen. Da kann jemand um die Ecke stehen und schnell zumachen. Ja, aber er könnte sich halt verhakeln, wenn er nicht wirklich gerade reinkommt. Ja, das ist dann mein Problem, fürchte ich. Na gut, also ich stehe dann hier bereit. Und mach die Türe zu, sobald du reingehst. Gut, und ich stehe da oben bereit. Nee, war wirklich schön mit euch. Also wollte ich jetzt noch einmal an dieser Stelle, muss ich das mal loswerden. Also es ist immer wieder schön, mit euch zusammen aufzunehmen und voller. Aber bitte nicht den Weißen da hinten, der ist nur Level 6, ja? Oh ja.
Ja, bitte? Komm mal kurz zu mir. Moment. Noch ein bisschen Angst. Ja, bitte? War schön mit dir. Das ist auch gut, ja? So. Ach Mensch, Z ist ja nicht mehr kacken. Was ist denn jetzt kacken? Ich wollte schön vor die Füße noch sein. Wenn du es nicht belegt hast, gar keine Taste. Gar kein was? Man kann nicht mehr. Du musst in die Optionen kacken. Gehen und einstellen. Das wichtigste Feature in diesem Spiel. Okay, Leute, ihr seid alle so theoretisch. Ich bin bereit. Also. Halbgeil. Also ich hänge erstmal fest, so zum Anfang. Ich seh's. Nimm dir deine Axt und hau dich raus. Einmal mit Profis. Ein einziges Mal. Das ist noch gar nicht angefangen. Erstmal schön festhängen. Das ist. Oh Mann. Oh, Dickerchen. Hau mal mit. Ho! Oh, lala! Ich seh nix! Ah! Au! Oh. Der macht gut Schaden, holla die Walfe! Der haut dich übrigens von da oben runter. Nur so nebenbei. Ja, ich hab's gesehen, dass er dich da runtergehauen hat. Du hast einen schönen Flug gemacht. Ja? Au. Moment, ich schnapp mir den da. Das ist ein Monster! Ungefähr 30 bis 40 Pfeile werden wir brauchen. Ja, macht langsam. Ja, ja. Nicht, dass der umfällt. Was ein Monster! Ist die Tür zu, klar? Ja, die ist so. Das sollte relativ egal sein, wir haben ihn da eh. Ja, auf gut, uns wenn so der Aggro. Flieht, dann ist er weg. Alter, das hat ganz schön wehgetan. Ich hab gelitten ganz schön um meine Rüstung. Oh, ja. Achtung, er rennt. Langsamer schießen. Hoja, du bist in meiner Schussbahn. Ja, ich schieß jetzt alleine. Genau, lass alleine schießen, solange er im Fluchtmodus ist. Er hat ganz schön Schaden gemacht. Oh ja. Und liegt. Sauber. Du wolltest auf 2 Höhe diese. Ja, der hat uns einfach übel vermöbelt. Der hängt. Komplett eigentlich raus. Der ist eigentlich komplett draußen, ja. Er ist komplett draußen, ja. Aber Torpor verliert er. Ach doch, jetzt verliert er auch Torpor. Eben war noch nicht. Ich hole jetzt einmal die Bären und noch mehr Narkotiks und unsere Viecher. Ja, und ich hole einen Kano zum Aufpassen. Ich hätte alle 3 hochgeholt. Alles gut, ja, alles super. Ja, das sind 5 Meter. Ja, nee, das kann bin da schon auch wieder gar unterwegs. Nicht passieren, wenn ich alleine bei einem Dino bin. Es ist noch nie was passiert, während ich alleine beim Dino war. Ich bin völlig die Ruhe selbst. Aber wir könnten das Tamegehege abreißen und ein Stück versetzen, dass er wieder eingemauert ist. Ja. So, zur Sicherheit, Bei dem ganzen Gemüse Xa, hier. Würdest du den einen da hinten killen, weil da hinten war noch ein Level 4er. Was? Auch ein Thierry-Dingsbumster. Und wo ist bei dir hinten? In die gleiche Richtung, wo der war. Ja, vorne. Ach, der ist weg, okay. Da stand vorher noch einer. Oh ja, da hinten. Ziehst du in die Richtung, in die ich laufe? Da hinten ist ein Level 4er. Ja. Lass uns schmecken. Doof gefragt. Der frisst Major Berries. Ja, eins. Gib ihm mal ein Stack rein, das sollte reichen. Er frisst nicht viel. Ich hol gerade noch brauchst nicht. Stack, noch einen halben. So. Der Biber hat also Major Berries sind nach wie vor auch die bevorzugten. Also neben dem Megalosaurus-Kippel, glaube ich, ist es. Aber danach ist es Major. Okay, ach, da sind ja schon welche drin. Ich hab's gerade einfach rein, dann. So. Gut, dann schauen wir mal. Das müsste eigentlich hoffentlich halbwegs flott gehen. Kannenfrei gehen, eine Stunde. Ja, also regulär müssten wir wohl durchaus mal so 10 Stunden mitrechnen, ne? Oder wie war das? Wenn man es ganz regulär... 42, lass mich mal schauen. Ja gut, 42 wahrscheinlich nicht, dann sind es vielleicht 8 Stunden oder so. Oh, ich kann gar nicht schauen, mein Browser reagiert gerade nicht. Ja, also auf jeden Fall lange. Ewig lange. Aber wir haben hier auf 12-fach gestellt, dem Let's Play zuliebe, dass wir das jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie uns da einfach nur die Füße also im Bauch stehen wären. Bei Level 80 hätte es 13 Stunden auf einen regulären Server gedauert. Wow. Wollen wir jetzt umbauen oder nicht? Ja. Moment, ich baue gerade oben die Ceiling. Außer ich hupfe über Xa drüber.
Da, ich baue gerade die Ceilings oben ab. Der Xar wieder, ne? Hm? Das Dino Gate hast du nicht als S Plus gebaut. Oh, blö. Oh, blö, blö, warum auch? Ah, meine Freude. Die Ceiling und dahinter eigentlich. Ich glaube, es geht los hier. Ja. So, zuerst die Leitern. So, ich baue schon mal. Ich hatte ja noch ein paar Foundations übrig. Dann baue ich hier schon mal ein paar. So, wie kann ich jetzt zur letzten Ceiling? So, kommst du mit dem Dino da hoch? Zur letzten Ach, Ceiling nach oben. Reiß doch die Mauer drunter weg, scheiße. Drauf. Aber was soll's, die eine Ceiling. Ja. Dann steht uns der eine Doorframe ist übrigens auch nur aus Stein. Ja, das hat ja auch Xar gebaut. Achso. Xar mag S Plus nicht. Dieser Unfailbare, von wegen. Von wegen, das möchte ich mal betonen. Das ist alles mit Fleiß. Das muss so. Muss so, da kann man, dann kann man, weißt du, das, ich meine, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, so ganz Unrecht hat er an der Stelle nicht. Durch dieses S Plus geht er ja auch irrsinnig viel Erfahrungspunkte flöten. So, jetzt muss Dano weiterbauen, weil ich habe keine Foundations mehr, ich habe nur noch die restlichen. Ja, Moment, gebaut. Bin noch beim Abbauen. Oder schmeißen wir mal hin, dann kann ich hinter dir schon mal wieder aufbauen quasi. Drop, bitteschön. Hinter dir. Mhm. Dankeschön. Bitteschön. Wo hat der Xar die denn her? Die habe ich eben aufgesammelt. Er hat doch auch einen abbaut. Ach so, hat er das einfach so gemacht? Ohne ja, zu wir fragen. Haben von beiden Seiten abbaut. Was doch. Nein, völlig okay. Eieiei. Jetzt habe ich noch keine Wände mehr. Die habe ich. Aber du könntest hier schon eigentlich so rübergehen. Ist kürzer. Ja. So, die alten sind weg. Weil ganz so viel Fläche braucht man nun auch nicht. Ich hier auch sagen, schon wieder, könnte auch schon wieder Tür im Spitzenwinkel rein. Zurück eigentlich, oder? So. Ja. Ja, im Prinzip schon. Oh, was? Moment, hier ist noch irgendwie... Hier ist noch... Was baust du da um genau? Ich baue was ganz... Schönes, das wird, wenn es mal fertig ist, echt toll, mhm. Danu. Du weißt es nur noch nicht. Mhm. Das ist moderne Kunst. Was wollte uns dieser Künstler sagen? Er versteht nichts von Kunst. Genau. Ja, danke. Wie komme ich jetzt wieder raus? Gar nicht. Gar nicht, du bleibst jetzt da drin und passt auf. Warte kurz, lass mich das Doorframe gefälligst setzen. Achso, nee, wir hatten das jetzt eingesteckt. Ja, hab ich. Irgendwer hab muss ein Doorframe haben. Na, was beschwerst du dich dann? Ja. Ich hab ja, weil ich das vor die Nase gesetzt bekommen hab. So. Einmal, nur ein einziges Mal. Nur ein einziges Mal mit Profis. Ja. Wird wahrscheinlich wieder das so Smiley schön. Kommen. Wir sind ja hier immer noch im Livestream nebenbei. Eigentlich. Aber hier, ne, also es war ja jetzt eigentlich mit Profis, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, ja? Also ich fand, wir haben das sehr souverän gemacht. Fast zu souverän. Ja, du, wie gesagt, nachdem ich gesagt habe, bitte auf 3 Höhe, ich greife dir nicht auf 2 Höhe an. Ja, wie du siehst, hat das aber auch nichts gebracht. Na doch, er hat sich zumindest da schön dann verkeilt da drin. Ich meine, ja, er hat mich einmal ordentlich weggeschleudert. Das war ja echt ein ordentlicher Flug. War wirklich ein guter Flug, ja. Und meine Rüstung ist auch total im Arsch. Also, ich hatte mich ja mal vorher komplett. Oh, meiner ist aber auch zu dreiviertel hinüber. Ja, ich hab die ja vorher komplett repariert. 2 Teile sind komplett kaputt und 3 Stück sind also noch mit einem Fitzelchen. Also wirklich so im Rest nur noch. Du, mich hat er ein einziges Mal erwischt. Dino ist vielleicht auch wieder auf Passivstellen. Also so. Ja. Habe ich gerade gefiffen, ne? Ich gebe ihm übrigens mal Narkose nach. 1200 hat er schon verloren gehabt. Edward. Ist er Frau oder Mann? Edward? Weiblich, Mist. Edward, Ine, Edward Dette. Aber eigentlich wäre Edward der richtige Name. Edward wäre schon wichtig gewesen. Edina, Edwarda. Edwarda, aha. Edwarda.
Oh, sieht aber eigentlich voll niedlich aus. Ja, eh. Muss man ja mal so, muss man ja mal so sagen hier, ne? Auch schon. Ja, niedlich voll und niedlich. Er haut einem kräftig eins auf die Mütze. Er hat richtig vermöbelt. Aber Eduard, gut, ich meine, bei solchen Klauen könnten schon wehtun. Also Level ja, also 30 dauern 4 Stunden. Er wundert jetzt nicht gehört. So, dass bei den Pranken das ein bisschen wehtun könnte, ja. Da es hier ja relativ ruhig scheint, würde ich mal zum Boot flitzen und schon mal einen Sattel besorgen gehen. Du kannst das Boot eigentlich auch herholen. Metal Ingots, ja, kann ich halt nicht machen. Ist ja eigentlich fast um die Ecke. Und Koja könnte sich dann reparieren gehen. Nein. Nee. Glaube ich jetzt weniger. Woher sollte der Biber das haben? Hätte ich mich reparieren gehen können oder so. Aber ich kann ja ein bisschen was mitbringen. Ja, ich komme gerade einfach mit. Achso, ja, oder so. Ihr könnt eure Schlafsäcke da unten schon mal einsammeln. Allerdings lasst mal wenigstens den Biber da. Ja, habt ihr alles da gelassen, auch das Hörnchen. Vorbei. Passt. So, zack. Futtern unterwegs. Verdammt. Hindernislauf hier. Hepp. Oh, und jetzt außer Atem. Kurz vorm Ziel. Es ist schwierig. Hier wird. Ich schau gerade mal in den Chat, in den Stream-Chat, ja. Verdammt, da waren gerade. Da waren gerade ein paar schöne Namen. Jetzt sind sie durchgerast. Edwina war das eine und. Edda? War Edda das andere oder Edda? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube auch. Mach mal nach der Folge, dann kriegt er jetzt im Stream noch in der Aufnahme noch keinen Namen, aber dann nach... Nächsten hat er einen. Nächsten hat er dann einen wunderschönen. Er. Ganz bestimmt sie. Sind wir schon da? Jo, so weit aus nicht. Ja. So, dann schauen wir mal, ob wir alles in der Smithy haben. Lass mich mal kurz vorher noch meine Rüstung reparieren, dass die wenigstens erstmal mal wieder okay ist. Ansonsten gehen wir gerade ein bisschen Eisen. Ja, ist mehr als genug da. Ja? Und Hide fehlt, das haben wir aber alles da. Mist, Hide habe ich jetzt da gelassen. Ja, könntest du mal reinschmeißen. Ich hab auch noch mehr als genug Hide, da hole ich mal eben. Ich habe den Vogel übrigens jetzt fertig eingebaut, ja? Den Vogel? Naja, schaut aus wie ein großer Vogel. Das gefiederte. Ja, ich habe ihn jetzt 2 hohe Wände rundherum gebaut. Nur sicherheitshalber. Man weiß ja nie, was da für Zeitgenossen vorbeikommen. Und Hallo sagen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schief geht. Ich möchte es nicht verschreien, deswegen haben wir gedacht, lieber vorsichtig. Hast du dann alles soweit durch? Ja. Gut, dann gibt es einmal Sattel. Hat denn der gekostet oder was kostet der Moment? High Fiber Wood Metal Ingots, ja, also wirklich billig. Für so ein großes Tier, also für der, ich meine, der ist ja wirklich so ein eigentlich schon ein wahnsinnig praktisches, gutes Tierchen. Ja. Dann einen recht günstigen Sattel ist schon eigenartig. Na gut, der Biber-Sattel, der kostet dann etwa gleich hier. Der Biber-Sattel kostet 100 Ingots. Ja, das waren ja auch 100 Ingots. Das waren 55. Ach nee, 55 war die Reparatur, was ich nur angezeigt bekommen habe, ja. Ja, nee, also ich, ja. Hat auch 100 gekostet. Ah ja, naja, gut, okay. Ja, bitte. Doch, da ist noch Metall. Ja, ja. Da ist noch, ich überlege nur, ob wir hier irgendwo Metall finden, aber da oben auf den Bergen war nichts, ne? Dass wir irgendwie nebenbei fahren könnten. Glaube nicht. Wo sind wir hier eigentlich? Moment, der rote Pinöckel ist dort. Wir sind im Prinzip, Kampfmusik? Ich habe den Trike hier weggemampft. Okay. Wir sind...
Jupp, mach ich gleich. Wir sind weit im... Wir sind im Westen, ne? Da so. Wir sind jetzt bei 70, 15 etwa, da wo es in die Bucht reingeht. Da unten, wo diese, oder links, wo diese lange, lange Nase da runter ist, ja, genau an der Spitze und sowas. Genau, da am Anfang sind wir. Naja, gut. Immer weit rumgefahren, bis wir endlich so ein Tierchen hatten. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt zurückkommen, sind die auch vor unserer Basis respawned. Jede Wette. Das könnte durchaus sein. Ja, wir haben einen 42er, das ist jetzt erstmal gut. Vor allem bei dem Schadensoutput. Mal gucken, der ist schon fast fertig. Oh, ich denke mal schon. Das ist fast wurscht, aber allein was der halt. Wieder Musik? Ja, am meisten. Okay. Weißt du, wir kriegen jedes Mal einen Herzinfarkt. Und es ist fast wie Dano bei SOTF. Hallo Raptor. Oh, tot. Genau. Ja, ich komme hier gerade noch die dichten Bäume auf, dass man ein bisschen weiter sieht. Okay. War doch nur ein Biber. Ich dachte mir gerade, tust auch mal was Sinnvolles. Wir haben ja nur 20.000 Fiber oder sowas übrig. Nur zu. Also ich bin völlig erstaunt. Ich dachte, jetzt machen wir noch ein Wahnsinns-Offscreen-Match sozusagen, wo wir nicht aufnehmen, aber der ist schon fast fertig. Also. Ja, mit 42 ist er nun nicht die Hälfte vom Maximum. Level. Ja. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach wieder. Dann mit ausgewachsener Eduarda, Edda, Edwina, Edwaldemar, Edwaltraut. Mal gucken. Keine Ahnung. Ne? Irgendeinem schönen Namen. Bis dahin. Also, macht's gut. Ciao. Ciao. Ist auch gerade dunkel, das passt. So, dann mach ich mal wieder. Einmal noch husten und dann mache ich die Webcam wieder an. Moment. Oh, jetzt habe ich wirklich am falschen Knopf gedreht. So. So. Zack. Und die Benachrichtigungen sind auch wieder an. Schauen, dass wir nichts verpasst haben. Nö.